Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Und wir sind natürlich wieder begeistert, dass so viele Menschen sich für Pasolini interessieren und für Filmgeschichte. Und das noch dazu mit einem Film, der ja wahrlich als Skandalfilm in die Geschichte eingegangen ist und noch dazu natürlich so selten in Deutschland bisher zu sehen war. Das ist eine wunderbare Gelegenheit und schön, dass sich so viele, wie gesagt, dafür interessieren. Die Reihe heißt Lecture in Film und zu Pasolini hat sie den Titel Die Revolution findet trotzdem statt. Das Kino von Pier Paolo Pasolini. Und wir werden sehr gespannt sein, was uns Klaus Theweleit, der Referent des heutigen Tages, dann dazu zu sagen hat. Sein Vortrag trägt den Titel Der andalusische Hund von Salo. Auch das verspricht ja schon einiges. Dieser Film, den wir heute zeigen, der stammt als Kopie von der Cinematique Suisse. Das ist aus zwei Gründen besonders interessant, weil unter Umständen da eine andere Zensurvorlage war als in Deutschland. Vielleicht werden wir auch dazu nachher was hören. Und dieser Film trägt, wie das für die Schweiz oftmals üblich ist, deutsche und französische Untertitel zugleich. Also Sie müssen sich wahrscheinlich entscheiden, worauf Sie gucken, aber das sollte hinzukriegen sein. Gerne weise ich auch darauf hin, dass wir im Rahmen dieser Reihe auch ein Begleitprogramm haben, und zwar zeigen wir Filme, die so ein bisschen den Blick auf Pasolinis Welt erweitern und schärfen sollen. Und in diesem Monat haben wir einige Rom-Filme gezeigt, besondere Rom-Filme. Und ich möchte ganz besonders auf den Film hinweisen, den wir jetzt am Samstag und am Mittwoch zeigen werden. Das ist Ladri di Biciclette, Fahrraddiebe von Vittorio De Sica in einer ganz schönen 16mm-Fassung. Also wenn Sie Zeit haben, im Original sich den anzuschauen mit Untertiteln, das lohnt sich sehr. Und natürlich auch, wir sind hier jetzt in einer italienischen Reihe, haben die Romanistik unter anderem auch unter uns. Verso Sud, das Festival des italienischen Films, beginnt bald in unserem Haus und ich lege Ihnen ans Herz, ähnlich wie zu dieser Veranstaltung, frühzeitig zu reservieren, denn auch da ist großes Interesse da. Das beginnt Ende des Monats, ist das Jubiläumsfestival. Ja, und werfen Sie mal einen Blick ins Programmheft, das liegt draußen aus. Ja, an dieser Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen, viel Vergnügen für den heutigen Abend mit einem mit Sicherheit spannenden Vortrag. Und wer diese Person ist, die den Vortrag halten wird, das werden wir jetzt gleich von Regine Prange erfahren. Vielen Dank und viel Vergnügen. Meine Damen und Herren, liebe Studierende, es ist mir eine ganz besondere Freude und Ehre, und ich werde meinen 56. Geburtstag heute bestimmt nicht vergessen, dass ich heute Klaus Theweleit begrüßen und vorstellen darf. Dieser Name hat einen ganz besonderen Klang für mich persönlich, noch aus studentischen Zeiten in Berlin der 80er Jahre. Damals wurde Klaus Theweleits Buch Männerfantasien 1977-78 veröffentlicht zum Kultbuch, in dem die linksalternative Szene der Post-68-Ära brisante Themen in einer Form behandelt fand, die sie elektrisierte. Inzwischen hat das Buch zahlreiche Neuauflagen erlebt und es wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Es behandelt den Faschismuskomplex, einen Gegenstand, der uns hier in der Pasolini-Reihe schon Rembert Hüser zu Il Portile zugänglich gemacht hat und der in Salon nun wiederum ein Hauptthema sein wird. Theweleit weist in seinem 2004 publizierten Buch Deutschlandfilme, Filmdenken und Gewalt, das sich mit Filmen von Godard, Hitchcock und eben auch mit Pasolinis Salon befasst, selbst darauf hin, dass dieser 1975 gedrehte letzte Film Pasolinis von ihm damals noch unbemerkt derselben Spur folge wie er in seiner Dissertation. Das Buch Männerfantasie nämlich ist, trotz seines explizit anti-akademischen Collage-Stils, der Comics und andere oder viele verschiedene Bildmedien einschließt, als literaturwissenschaftliche Promotion in Freiburg entstanden, auf der Grundlage einer Auswertung von Freikorps-Literatur der 20er Jahre, in der besonders Frauenbilder und Gewaltfantasien fokussiert werden. Die ebenso aufregende wie umstrittene Perspektive Theweleits, und hier ist vielleicht ein Kreuzungspunkt mit Pasolinis, besteht also in der Analyse des Faschismus über seine Sexualökonomie, über den Körper und sein Erleben. Psychoanalytische Theorieansätze, insbesondere von Melanie Klein und Deleuze und Guattari, aber auch die Analyse psychotischer Kinder von Margaret Mahler sind für das Denken Theweleits zentral.
Ein Schlüsselbegriff der Männerfantasien ist der des Körperpanzers, in dem die faschistische Soldateska ihre frei fließenden Gefühle einsperre. Der faschistische Mann töte seine Weiblichkeit ab, er sei damit unfähig zu menschlichen Beziehungen und aufgrund seines chaotisch zerrissenen Innenlebens zu einer permanenten Angstabwehr genötigt. Teweleit hat am Institut für Soziologie in Freiburg und an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin gelehrt. Er war dann bis 2008 Professor für Kunst und Theorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und lebt heute in Freiburg. Von seinen zahlreichen Büchern möchte ich noch die Bearbeitungen von Mythen nennen, auch ein Thema, das ihn mit Pasolini verbindet. Das mehrbändige Buch der Könige handelt unter anderem von Orpheus und Eurydike, der Pocahontas-Komplex, ebenfalls ein mehrbändiges Werk, umfasst auch die Geschichte der griechischen Medea, die uns ja auch noch in dieser Reihe erwarten wird. Wir freuen uns nun auf deinen Vortrag, der zudem einen Akzent surrealistischer Mythologie anklingen lässt, der andalusische Hund von Salor. Wir freuen uns. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung, ja, Urs. Danke für die Einführung, Regine. Ich will eine kleine Korrektur machen. Das lässt sich irgendwie nicht ausrotten aus meinen Werdegangsbeschreibungen im Internet, dass da immer steht, Lehrte an der Film- und Fernsehakademie Berlin. Ich habe da ein paar Wochenendseminare gemacht. Das ist, klingt immer so, als ich bin da nie angestellt gewesen oder so. Aber natürlich mit Filmsachen, solange ich denken kann, beschäftigt und befasst. Auch diese Professur in Karlsruhe, die du erwähnt hast, das hieß zwar offiziell Professor für Kunst und Theorie, aber faktisch habe ich da 10 Jahre lang Film unterrichtet, Filme gezeigt, alles, was mich interessiert hat, alles, was die Studenten interessiert hat, darunter mehrere Semester italienischer Film mit Pasolini und allen anderen, französischer Film, Hitchcock, Warhol, alles, Buñuel, Surrealismus und. 10 Jahre lang Vergnügen im Vorführen und Besprechen von Filmen. Das war ein toller Job. Ja, Pasolini, Salò, und was du schon angedeutet hast, es ist tatsächlich so, dass der Salò-Film und die Männerfantasien zeitgleich entstanden sind. Mein Buch kam 77 raus, da kannte ich den Film noch nicht, habe ihn im Jahr danach gesehen und war tatsächlich von manchen Sachen in dem Film, und das wird Ihnen, die den Film noch nicht kennen, jetzt ähnlich gehen, so überfahren und auch, ja, ich kann ruhig sagen, geschockt, obwohl ich schon ein Spezialist in faschistischer Gewaltbearbeitung war, dass mir manche Sachen beim ersten Sehen entgangen sind, die ich erst später richtig wahrgenommen habe und gesehen habe. Deswegen werde ich heute mich mit dem, was ich vorher sage, vor allen Dingen darauf beschränken, damit befassen, was mir damals geholfen hätte, wenn ich das vor dem Film gewusst oder gekannt hätte. Und nach dem Film ist da Gelegenheit, noch darüber zu diskutieren. Also bestimmte theoretische Sachen zur Gewalt werde ich dann lieber erst hinterher sagen. Auch weil ich da nicht unbedingt, es ist immer schwierig, vor einem Film zu reden, was vorwegnehmen will, was man vielleicht sowieso sieht oder wo es drauf ankommt, was Sie sehen, und da nicht irgendwie vorbehandelt sein sollten durch Interpretation. Also ich fange mal an mit den Sachen, von denen sie mir geholfen hätten, hätte ich sie damals gewusst. Das ist das Erste, wer war Pier Paolo Pasolini eigentlich? Schriftsteller und Filmemacher, geboren 1922. Das ist das Jahr, in dem Mussolini das moderne Rom einnahm, in seinem Marsch der Faschisten auf Rom. Pasolini, lebenslanger Antifaschist und Kommunist, aber 1948,
also wenn ich richtig rechne, mit 26, wegen des Vorwurfs der Päderastie aus der KPI und auch aus dem staatlichen Schuldienst ausgeschlossen, machte seinen ersten eigenen Kinofilm 1961 im Alter von 39 Jahren. Er war zu dem Zeitpunkt in Italien bekannt als Autor mehrerer Romane und Lyrikbände, in der Filmbranche auch als Drehbuchschreiber. Circa 20 Spielfilme seit 1954 führen ihn als Autor oder Co-Autor der Scripts, darunter Fellinis La Dolce Vita 1960 und Die Nächte der Cabiria 1957. Unter anderem wurde er oft angeheuert als Spezialist für römischen Vorstadtdialekt. Und weiterer Punkt, Liebe als Geld, Liebe für Geld als Lebensform in einer ganz besonderen Art von öffentlicher Homosexualität war sozusagen Pasolinis Markenzeichen nach außen. Nach dem Zeugnis seines engen Freundes Alberto Moravia ging Pasolini dabei nie mit homosexuellen Jungen, er ging mit heterosexuellen Jungen ins Bett. Zitat Moravia, abends ging er immer in Restaurants essen, in Gesellschaft mit uns und mit anderen und um 11 Uhr sagte er, ich gehe auf den Strich und verschwand. Jeden Abend. Er zahlte sehr gut, sagt Moravia, er brauchte das jeden Abend, was Moravia etwas pathologisch erschien und er adoptierte das römische Subproletariat insgesamt als seine bevorzugte politische Klasse. Im unbürgerlichen und in Anführungszeichen unmoralischen Sozialverhalten der Jugendlichen des römischen Subproletariats, einzeln sowie in seinen Gruppenbildungen, sah Pasolini ein ungewecktes revolutionäres Potenzial, von dem er hoffte, es würde sich seinem eigenen Werdegang in Roms Vorstädten vergleichbar politisieren, den Konsumlockungen der entstehenden bürgerlichen Demokratie widerstehen und schließlich eine Art radikaler Speerspitze der kommenden sozialistischen Revolution bilden. Es hatte einen einzigen Jungen gegeben, Nino Davoli, Ninetto, er ist in vielen Pasolini-Filmen zu sehen, mit dem Pasolini in einem dauernden Liebesverhältnis hätte leben wollen. Ninetto wählte anders, heterosexuell. Der Wunsch, Ninettos zu heiraten, war Auslöser einer Verzweiflung Pasolinis, die an Suizidgrenzen führte. Pasolini selbst notiert dazu, Zitat, das Wichtigste in meinem Leben war meine Mutter. Das Einzige, was dazu kam, war Ninetto. Wie bei Andy Warhol lebte das Wichtigste, die Mutter, zeitlebens bei Pier Paolo, dem Überlebenden ihrer beiden Söhne. Der andere, Guido, war in einer Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden italienischen Resistenza-Gruppen getötet worden. Pasolinis Mutter ist präsent in seinen Filmen, besonders eindrücklich in Pasolinis Bibelfilm Das erste Evangelium Matthäus von 1964. Man sieht sie dort als klagende Mutter Maria und am Kreuz ihren gequälten Jesussohn beweinend. Also, Pasolini, Kommunist, Knabenliebhaber, Jesus-Fan. Er stand an der Schnittstelle, Zitat, der drei großen Protestbewegungen gegen die Macht des Staats, der politischen, der sexuellen und der mystischen, hat Maria Antonietta Macchiocchi ihm nachgerufen 1978. Bis Mitte der 70er Jahre waren die Hoffnungen, die Pasolini in die drei Protestlinien gesetzt hatte, zerronnen. Besonders die politischen Erwartungen in Subproletariat wie auch seine Hoffnung auf sexuelle Befreiung wurden von ihm in den letzten Lebensjahren heftig dementiert. Die Klasse seiner Wahl, verflucht er in einem Zeitungsartikel überschrieben vom Kommunismus zum Konsumismus, als doch bloß seichte Kriminelle, und zwar immer schon, während die sexuelle Transgression durch die falsche Libertinage bürgerlicher Studenten zur gesellschaftlichen Vorschrift, nämlich zum staatserhaltenden Akt, mutiert sei, so Pasolini in dem berühmten Artikel, in dem er seine sogenannte Trilogie des Lebens, die drei Filme, die auf den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht, auf Boccaccios Decamerone und Chaucers Canterbury Tales basieren, gedreht 1971 bis 1974, öffentlich verwirft, als Werke, die fälschlich auf die befreiende Kraft des Sexuellen gesetzt hätten.
Wie um diese Entwicklung die ironisch verzweifelte Krone aufzusetzen, wird er am 2. November 1975 von einem Angehörigen eben des römischen Subproletariats, einem 17-jährigen Strichjungen, bei einem nächtlichen Ausflug auf ein Vorstadtgelände zwischen einem Fußballplatz und einer Müllhalde mit einer Holzlatte niedergeschlagen und anschließend mit seinem Auto überfahren. Er habe aus Notwehr gehandelt gegen unzumutbare sexuelle Übergriffe Pasolinis, gibt der geständige Giuseppe Pelosi zu Protokoll. Zwar erbringt die Gerichtsverhandlung sichere Indizien für weitere Tatbeteiligte. Mehrere Leute haben Pasolini getötet. Das Date war wahrscheinlich eine vorbereitete Falle, aber da kein weiterer Täter ermittelt werden kann und Pelosi schweigt, wird nur er verurteilt. Er hat seine Strafe abgesessen und ist wieder frei. Seinen letzten Film, Salò oder die 120 Tage von Sodom, hat Pasolini in seinem Todesjahr 1975 zwar noch fertiggestellt, die Uraufführung erlebt hat er nicht. Es gab Prozesse um diesen Film, wie Prozesse um seine früheren Filme, fast um jeden. Es wurde geradezu eine italienische Mode, gegen Pasolini-Filme gerichtlich vorzugehen, beziehungsweise ihre Uraufführungen zum Anlass verschiedenster Demonstrationen zu nehmen. Bei der römischen Uraufführung von Mamma Roma kam eine faschistische Klopperbande und schlug das Kino zusammen. Das Pasolini-Buch von Martine Boyer und Muriel Tinel listet die Daten aller Anzeigen und Gerichtstermine gegen Pasolini-Filme auf. Zählt man sie zusammen, kommt man auf 158 Tage, die Pasolini auf die direkte Beschäftigung mit Anzeigen und Gerichtsterminen verwenden musste. Nach seinem Tod gibt es weitere 18 Termine, die die Justiz dem beantragten Verbot von Salò oder die 120 Tage von Sodom widmet. Das Spektrum der Anzeigen verzeichnet die Vorwürfe von Gotteslästerung und Pornografie sowie Beleidigungen von Institutionen des italienischen Staates. Kaum einer seiner Filme gelangte unbehelligt in die Kinos. Aber die Luft des Öffentlichen, in der Pasolini mit seiner ganzen Existenz immer gelegen hat, hat er auch ständig gesucht. Weder ist sein Kommunismus ein Geheimer, noch sind es seine sexuellen Obsessionen. Er ist so sehr öffentliche Figur in der Exhibition aller seiner privaten Züge, wie sonst zu seiner Zeit wohl nur William S. Burroughs in der Exhibition seines Drogenkonsums und seiner speziellen Spielart von Homosexualität, beide immer legiert mit Sphären krimineller Übertretung. Zusätzlich zur Bandbreite von Burroughs ist Pasolini Filmemacher und Kolumnist. Er äußert sich regelmäßig zu Aktualitäten des italienischen politischen wie kulturellen Lebens, oft in Form von offenen Briefen. Die Tageszeitung Corriere della Sera druckt seine Artikel, lehnt einige auch ab. Aber er ist regelmäßig auf den wichtigen Festivals, in öffentlichen Diskussionsrunden der Medien, bei Preisverleihungen, Demonstrationen. Kein interessanter Event vergeht ohne Pasolini-Kommentar. Oft schafft seine Kommentierung erst die Events. So, soviel mal ein bisschen zum Umreißen der Figur. Obwohl es ja nicht gerade wenige Versuche im italienischen Film gegeben hat und gibt, faschistische Gewalt an der Arbeit zu zeigen, hat Salò etwas definitiv Exzeptionelles. Als skandalösester Film Pasolinis, bewundert oder gescholten, gilt er andererseits als Film von kristalliner Klarheit. Etwas Brechtisches wurde ihm attestiert. Naomi Green nennt ihn einen der radikalsten Filme in der Geschichte des Kinos überhaupt. Pasolini selbst ist Salò oder die 120 Tage von Sodom als sein erster Film über die moderne Welt erschienen und als sein französischer Film, wie er sagte. Französischer, skandalöser, kühler Film über heißen deutsch-italienischen Folterfaschismus sowie auch, wie Pasolini betonte, über den neuen Faschismus des modernen Neokapitalismus. In der Tat bildet er einen äußersten Gegenpol zum tragischen Romantizismus von Roberto Rossellinis Deutschland im Jahre Null aus dem Trümmer-Berlin von 1946. So, jetzt zu drei Stichwörtern. De Sade, Salò, Sodom, 120 Tage.
Sades Welten. Der Marquis Donatien Alphonse François de Sade, geboren 1740, war 23 Jahre alt, als er zum ersten Mal mit Justiz und Knast in Berührung kam. Von den 50 Jahren, die der Marquis de Sade danach noch zu leben hatte, verbrachte er die Hälfte in Gefängnissen, sowohl unter dem Ancien Regime der Bourbonenkönige wie unter dem Revolutionsregime und auch im Empire Napoleons. Zwar war jenes Mittel der geheimen Beschuldigungen sanktioniert vom König, dem er mehrere Einkerkerungen unter dem Ancien Regime verdankte, von der Revolution kassiert und außer Kraft gesetzt worden, aber längst lieferten andere Dinge die Anlässe für Verfolgung und Inhaftierung. Es waren seine Bücher und Schriften, ca. 10.000, immer wieder beschlagnahmte und verbotene Druckseiten zu seinen Lebzeiten. Die Hälfte seines erwachsenen Lebens hat dieser Schreiber in der Tat im Gefängnis verbracht, jedoch nicht nur wegen seiner obszönen, gotteslästerlichen und in jeder anderen Hinsicht transgressiven atheistischen Romane, wie Roland Barthes es heroisierend dargestellt hat. Er hat auch andere Dinge auf dem Kerbholz, Peitschen und Folter, Speed mit Prostituierten in Überdosen, sexuelle Nötigung, Vergiftungsvorwurf mit Todesurteilsfolge, umgewandelt in Gefängnisstrafe, die er absaß. Die meisten Vorwürfe, die die öffentliche Moral, die Kirche und Justiz den Büchern des Sades machte, sind selbstverständlich zutreffend. Sie sind nicht nur obszön und gotteslästerlich, sie sind so in Anführungszeichen sadistisch, wie das vom Namen des Sade abgeleitete Negativadjektiv uns nahelegen will. Über die 1797 in Holland erschienene La Nouvelle Justine hat Maurice Blanchot gesagt, wenn Bibliotheken ihre Hölle haben, dann für ein Buch wie dies. Sicher hat keine Literatur, kein Zeitalter ein Werk aufzuweisen, das derart anstößig ist. Kein Werk hat Gefühl und Denken der Menschen tiefer verletzt. Ja, man darf behaupten, wir haben hier das anstößigste Werk vor uns, das jemals geschrieben wurde. Ist das nicht Grund genug, sich damit zu befassen? Ja, ist es. Besonders wenn man die Mahnung Rousseaus hinzunimmt, dass jedes junge Mädchen, das eine einzige Seite dieses Buchs liest, verloren ist. Das ideale Geburtstagsgeschenk also. De Sades Bücher sind aber noch in anderer Weise extrem. Sie sind extrem herrschaftskritisch, extremistisch. Was die mit Bedacht durchgesetzte Wortbildung sadistisch gern übersehen hat und bis heute übersieht, die meisten der in den Büchern des Sades verübten Gräuel sind Gräuel des Feudaladels und Gräueltaten kirchlicher Würdenträger. Der Bischöfe, Päpste sind Gräuel der Polizei und des Justizapparats. De Sades im Gefängnis geschriebener Roman »Die 120 Tage von Sodom« ist die schärfste Zuspitzung dieser Herrschaftskritik. Pasolini war begeistert, als er das Buch Anfang der 70er in die Hände bekam. Er hat das zusammen mit einem Freund angefangen, Nicitti. Der hat sich aber nach und nach von dem Projekt gelöst und Pasolini hat es alleine weiter und zu Ende gemacht. Kurz der Überblick über das Personal der 120 Tage von Sodom. Die führenden Köpfe, dort fiel alles hohe Adlige. Der Herzog von Blangy und sein Bruder, der Bischof von hatten beide ungeheure Vermögen, das ist jetzt Zitat de Sade, auf diese Weise zusammengerafft, also Steuerraub und sowas, wodurch unwiderlegbar bezeugt wird, dass der Adel diese Möglichkeit, reich zu werden, nicht mehr verschmähte als alle anderen. Jene beiden angesehenen Persönlichkeiten, die auf das Intimste in Vergnügungen und Geschäften mit dem berühmten D'Urcy und dem Präsidenten Curval verbunden waren, dachten sich als Erste die wüste Geschichte aus, die wir berichten, und nachdem sie die zwei anderen Freunde eingeweiht hatten, wählten alle vier gemeinsam die Teilnehmer für die berüchtigten Orgien aus. Also es sind Berichte, die de Sade zu schreiben ankündigt, nicht Erfindungen. Zitat, seit mehr als 6 Jahren hatten es sich die vier Libertins, die eine tiefe Übereinstimmung in Reichtum und Geschmack vereinte, zur Aufgabe gemacht, ihren Bund durch eine Verschwägerung,
enger zu knüpfen, in der die Lasterhaftigkeit bedeutend mehr Teil hatte als irgendeines der anderen Motive, die gewöhnlich der gleichen Bande begründen. Das Arrangement sah folgendermaßen aus. Der Herzog von Blangy, dreimaliger Witwer und mit zwei Töchtern, aus einer der drei Ehen gesegnet, bemerkte, dass es den Präsidenten Courval gelüstete, die Älteste zu ehelichen, obwohl dieser nur zu genau wusste, dass sich ihr Vater einige Intimitäten mit ihr erlaubt hatte. Der Herzog, sage ich, kam plötzlich auf folgende Tripelallianz. »Sie wollen Julie zur Gattin«, sagte er zu Courval. »Ich gebe sie Ihnen ohne Bedenken und mache nur eine Bedingung. Sie können es mir keineswegs missgönnen, wenn Sie, obwohl Ihre Frau, doch weiterhin für mich die gleiche Willfährigkeit beibehält, die sie immer gehabt hat, und außerdem, dass Sie mir beistehen, unseren gemeinsamen Freund Dürcé dazu zu bewegen, mir seine Tochter Constance zu geben, für die ich, wie ich gerne gestehe, etwa die gleichen Empfindungen hege wie Sie für Julie.« »Aber«, sagte Courval, »Sie wissen doch sicherlich, dass Dürcé ebenso libertin wie Sie«, hier unterbricht ihn der Herzog und beendet so die Parodie des aufklärerischen Gefühlsdialogs, dessen gestellte Umständlichkeit Dessart hier für ein paar Momente parodiert, mit dem schnöden Hinweis, dass man ihm doch nicht zu erklären brauche, dass er selbstverständlich von der ganz und gar kriminellen Komplizenschaft des in Frage stehenden Freundestrios ausgehe, und erfasst diese in den Satz: »Wir Libertins nehmen uns Ehefrauen, damit sie unsere Sklavinnen sind. Ihr Status macht sie uns unterwürfiger als Mätressen. Und Sie wissen ja, welche Bedeutung der Tyrannei in den Freuden, die wir genießen, zukommt.« Also, Dessart formuliert, Freude und Genuss, ob sexueller oder anderer Art, gehen für den Feudal-Libertin nicht ohne Tyrannei, nicht ohne Quälerei, und wir werden sehen, dass das heißt, nicht ohne Folter, nicht ohne Mord, nicht ohne die sogenannte Blutschande, nicht ohne sexuellen Missbrauch der eigenen Töchter und aller Töchter aller Freunde, wie er hier gerade beschlossen und abgesegnet wird. Nun wird die lange Liste aller nur ausdenkbaren Vergehen folgen, die die Freunde schon hinter sich haben oder die noch vor ihnen liegen, zu einem einzigen Ziel und Zweck, der Erhöhung ihrer Freuden durch die Leiden anderer. Das ist von Dessart angelegt, nicht als die Beschreibung der perversen Lüste einzelner Individuen des französischen Feudaladels, sondern als dessen Luststruktur insgesamt. Der Lebensgenuss der Feudalherrschaft, aufgefächert in Grundbesitzer, der Herzog, Justiz, der Präsident Courval, und Klerus, der Bruder des Herzogs, besteht in der Qual und im Sterben anderer. In freudschen Termini gesprochen, ihre Libido hat die Struktur dezidierter Tyrannei gegen alles, was nicht unmittelbar sie selbst, was nicht unmittelbar ihr Körper ist. Die Lust ihrer eigentümlichen Körper ist Mord. Gut, wie jetzt Dessart die ganzen üblen Züge des Herzogs Blangy im Einzelnen beschreibt, etc. Jede Sorte Verbrechen kommt dort vor, einschließlich Töten der eigenen Mutter, als sie die Erbschaft im Weg steht, Töten der eigenen Schwester, ein Motiv, das mehrfach im Film später wieder auftaucht. Die anderen liegen nicht anders. Also das ist dieser in groben Zügen umrissen Roman von Dessart, den Pasolini zum Ausgangspunkt seines Films nimmt und in der Tat sehr viele Textstellen dieses Romans direkt in die Dialoge des Films übergeführt hat. So, jetzt Sodom, Florenz, Salò, Marzabotto. Im Fall der filmisch-denkerischen Umsetzung des Romans »Die 120 Tage von Sodom« des Marquis de Sade liegt die Aktualisierung dieses zweifach historisch-mythologischen Stoffes, nämlich die Verquickung der mörderischen Lebensweise des französischen Adels vor der französischen Revolution mit der Lebensweise der Bewohner der biblischen Sündenstadt Sodom, die de Sade vorgenommen hat, in der Hinzufügung des Wörtchens »Salò«, die Pasolini vornimmt. Salò ist der Name jenes Örtchens am Gardasee, wo Mussolini aus dem römischen Gefängnis 1943 entkommen, seine letzten beiden Jahre in einer Art Exil unterm Schutz der deutschen Truppen zugebracht hat.
Mussolini wird ja schon während des Krieges 1943 abgesetzt, als sich die Niederlage abzeichnet, eingesperrt, entkommt auf unklarem Weg aus diesem Gefängnis. Keiner weiß genau, wer ihn rausgelassen hat und kommt dann nach Norditalien, das noch unter deutscher Besatzung ist, und darf dort unter der deutschen Besatzung am Gardasee nochmal einen neuen Staat, die Republik von Salò am Gardasee, gründen. Verbringt dort seine letzten 2 Jahre, bis er 1945, dann nachdem die Alliierten auch Norditalien besetzt haben, von der italienischen Widerstandsbewegung gefangen genommen, aufgehängt wird und mit Füßen nach oben auf dem Mailänder Domplatz ausgestellt. Also hier Salò, wo Mussolini nochmal neu anfangen darf. Dorthin verlegt Pasolini die Handlung der 120 Tage von Sodom. Das faschistische Italien geht also weiter in dieser Republik von Salò mit ihrem Chef Mussolini. Die lüsternen Verbrechen des Herzogs von Blangy, des Präsidenten Curval und des Bischofs, der bei Pasolini als Monsignore auftritt, werden also mit einem Federstrich in Mussolinis Exilrepublik am Gardasee verlegt. Heißt, die Gräuel, die das Sade dem französischen Feudaladel zuschreibt, werden von Pasolini weitergeschrieben oder weiter zugeschrieben der italienischen Bourgeoisie, dem italienischen Faschismus und dem deutschen Faschismus, speziell der SS, von der Pasolini in einem dem Film später hinzugefügten gesprochenen Vorwort sagt: Sie habe in der Tat all jene Gräuel verübt, die das Sade in seinem Roman beschreibt. Das sind alle denkbaren Verbrechen, die das bürgerliche Gesetzbuch festhält, wie auch alle sexuell kriminellen Perversionen, die de Sade in seinem Roman auflistet. Und das sind bei de Sade nicht weniger als 4×150, verteilt auf die verschiedenen Perioden der Gewaltfeier, die de Sades Helden organisieren. Also 600 an der Zahl. Dadurch, dass Pasolini die de Sagen 120 Tage nach Salò verlegt, war zumindest den italienischen Zeitgenossen klar, dass der Film sich mit der faschistischen Republik Salò befasste. Gleich jedoch, nachdem der Film im Todesmonat Pasolinis in die Bundesrepublik gekommen war, tilgte der Verleih United Artists das Wort Salò aus dem Titel. Entsprechend erregte sich die deutsche Öffentlichkeit über die Perversionen der Sexualität, die der Film zeigt, und nicht über die Perversion der faschistischen Gewaltherrschaft, bemerkte dazu Dietrich Kuhlbrod in seinem Text Große Schnitte, kleine Schnitte. Also, wir deutschen Kinozuschauer bekamen das vorgesetzt ohne das Wörtchen Salò und hatten nicht die geringste Ahnung, was der Film mit Mussolini und dem italienischen Faschismus direkt zu tun haben sollte. Dabei hat Pasolini es als eine Erleuchtung bezeichnet, als ihm die Idee kam, des Sades Feudalherren in die Republik von Salò ins Jahr 1944 zu verlegen. Es war in der Tat eine Erleuchtung, eine ganz weltliche. Man sieht Soldaten in Uniformen, die deutlich an deutsche Wehrmachtsuniformen angelehnt sind. Sie erledigen auf Motorrädern und Jeeps die bei de Sade beschriebene Arbeit des Einfangens der jugendlichen Frauen und Männer, die als Personal der Orgien ausersehen sind. Diese Teenager zwischen 12 und 18 sind gedacht als Opfer der sexuellen Vergnügungen der Libertins. Sie werden gebraucht, benutzt und schließlich gefoltert und getötet nach dem vorgegebenen Plan des Spaßverlaufs. Diese Aktionen der menschenjagenden Soldaten hat Pasolini ein Hinweisschild gestellt, ein Schild mit dem Ortsnamen Masabotto, mit dem wir als Kinogänger 1978 auch nicht nur so gut wie nichts, sondern gar nichts anfangen konnten, beziehungsweise so gut wie niemand hat das bemerkt. Was da Masabotto heißen soll, das über der Bahnlinie steht, werden Sie gleich sehen, groß im Schild. Aber Masabotto spricht zu italienischen Zuschauern ebenso deutlich wie der Ortsname Salò. Masabotto ist zum Symbolnamen geworden für all jene Orte, an denen die deutschen Nazitruppen Massenerschießungen von Geiseln in Italien vorgenommen haben.
Am 29. September 1944 erschoss dort eine Einheit der 16. SS-Division unter dem Kommando von Walter Reeder, Sturmbannführer, 90 Dorfbewohner, die sich vor den Deutschen in die Kirche geflüchtet hatten. Eine Vergeltungsmaßnahme, sogenannte, wegen sogenannten Partisanenüberfällen, eine Mordaktion also gegen Zivilisten als Strafe für die Aktionen des italienischen Widerstands. Walter Reeder, dieser Walter Reeder, ist 1951 in Bologna zu lebenslanger Haft verurteilt und 1985 begnadigt worden, Österreicher. Bei seinem Staatsbesuch in Italien am 17. April 2002 gedachte Bundespräsident Johannes Rau der Opfer von Masabotto. Es ist schwer, an diesem Ort von vor ihnen Worte zu finden, die dem Ungeheuren gerecht werden, das mit Worten kaum zu fassen ist, sagte er dort. Ich denke an die Kinder und Mütter, an die Frauen und die ganzen Familien, die an diesem Tag Opfer des Mordens geworden sind, und es ergreifen mich Trauer und Scham. Ich verneige mich vor den Toten. Er bekam dafür aufs Dach von der einschlägigen Internetrechten. Unter dem Titel Die Lüge von Masabotto wird dort die Geiselerschießung geleugnet, das SS-Massaker als heldischer Kampfakt gegen hinterhältige Partisanen dargestellt und Rau beschimpft als Präsident, Zitat, der in jedem besuchten Land Städten behaupteter deutscher Verbrechen ausfindig macht und diese medienwirksam aufsucht. Reeders Begnadigung wird dargestellt, als hätte es nachträglich eine Urteilsrevision gegeben. Auch ein Bildchen von ihm mit eisernem Kreuz schmückt den Artikel. Er endet: Er kehrte anschließend in seine österreichische Heimat zurück, wo er vom damaligen Verteidigungsminister Frischenschlager, FPÖ, mit Handschlag begrüßt wurde, was übrigens zu starken Irritationen bei linken Vergangenheitsbewältigern führte. Also, als bewältigt kann diese Vergangenheit in der Tat nicht gelten. Und leider stimmt das alles genauso. Es ging dort gut weiter. Also, die Exzellenzen, die wir sehen werden von Salo im Film, sind also einerseits Deutsche, sind höhere SS-Typen und darüber gelagert italienische Großbourgeoisie, die sich in Mussolinis Gardasee-Exil ein Überleben des faschistischen Ständestaats erhoffen. Pasolinis vier Libertins, der Herzog sowie sein Bruder, der Monsignore, sowie der Banker und seine Exzellenz, der Justizchef, outen sich gleich zu Beginn des Films als stolze Faschisten. Sie tun dies mit der Formulierung eines der faschistischen Haupttheoreme, das ist die Proklamation der Freiheit zum Begehen aller Verbrechen, die man begehen möchte und begehen kann. Zitat: Wir Faschisten sind die einzig wirklichen Anarchisten, sagt der denkende Kopf der Vier, der bei Pasolini einfach Fürst heißt. Zitat: Natürlich erst dann, wenn die Macht im Staat uns gehört. Tatsächlich ermöglicht erst die Macht die Anarchie. Das entspricht der realen Spaltung, die zwischen der faschistischen Propaganda auf dem Weg zur Macht und dem Verhalten der Faschisten an der Macht überall besteht. Faschisten, bevor sie an der Macht sind, pochen auf Gesetz, Sitte und Ordnung, um dann Gesetz, Sitte und Ordnung umso massiver zu verletzen, wenn sie die Macht haben. Dies geschieht aus reinem Vergnügen oder besser unreinem, denn was ein reines Vergnügen wäre, wissen sie nicht. Sie kennen den Gebrauch der Freiheit nur in der Form, die Nicht-Faschisten Missbrauch nennen würden. Sie üben alles das als neue Freiheit aus, was sie vorher bei anderen Menschen als Unsittlichkeit gebrandmarkt und verfolgt haben. So, mal gucken, haben nicht mehr so viel Zeit. Also Masabotto, Salò und Sodom sind damit, glaube ich, einigermaßen umrissen. Aber man sieht schon an dieser Konstruktion, die Pasolini vornimmt und wie er von Anfang an diese vier aus dem De Sade-Roman deutlich als Faschisten bezeichnet, dass sie es offensichtlich in De Sade mit einem Theoretiker des Sexuellen zu tun haben, der im Romanschreiber verborgen ist. Denn all diese Folterungen, die wir sehen werden, sind mehr oder weniger sexuell konnotiert. Und insbesondere mit einem Theoretiker eben De Sade der sexualisierten Gewalt. Ein Bestandsaufnehmer, der sich die größte Mühe gibt, die tatsächliche physische Struktur der Abirrungen seiner gewalttätigen Protagonisten möglichst genau zu erfassen und zu dokumentieren.
Hier ist also ein ausschweifender Protokollant, der immer wieder, wie in den Skizzen des Bischofs, des Bruders des Herzogs von Blangy, zu präzisen Zusammenfassungen der mörderischen Personenstruktur seiner Feudaladelshelden bzw. Antihelden kommt. Materialsammlung und Fallberichte wechseln ab mit komplexen Kurzporträts und reflexiven Skizzen. Was später Sadismus genannt worden ist, leider auch von oberflächlichen Psychoanalytikern, hätte begrifflich zutreffender sexualisierter Feudalismus heißen müssen, sexualisierter Klerikalismus, sexualisiertes Mordspiel, in dem der Vögelakt als Tötungsakt seine speziellen Feste feiert. Mit der Formel Sexualität als Gewalt habe ich das Phänomen zu benennen versucht und dabei festgestellt, dass man dem Verständnis dieser Grausamkeiten im Rahmen einer Theorie der Gewalt erst nahe kommt, wenn man ihre spezifische Luststruktur begreift, nämlich das ihn erlösende Gelächter des Folterers. Es findet etwas so Furchtbares wie ein Lebendigkeitsaustausch statt. Im Moment, in dem das Opfer ganz Schmerz ist, ist der folternde Mann dem Schmerz ganz entkommen. Im Moment des Todes des einen ist der andere im High und feiert dieses mit Gelächter. Auf die filmische Darstellung dieses Verhältnisses ist es Pasolini angekommen in den 120 Tagen von Sodom, verlegt in die Vergnügungs- und Folterrepublik von Mussolini Salò. Dass solche Akte in Salò tatsächlich stattgefunden hätten, behauptet der Film nicht. Der Name Mussolini kommt in ihm nicht vor, so wenig wie die Namen der Mitglieder seiner Exilregierung. Auch Ezra Pound hielt sich dort auf, über jeden Folterungsverdacht erhaben. Das Wort Salò im Titel nimmt einfach eine historische Erweiterung vor. Es stellt die Praktiken des Faschismus in eine historische Nachfolge der Gräueltaten des Feudalismus und seines Klerus, wie de Sade sie beschreibt. Aber es kommt noch etwas hinzu. Pasolinis Entscheidung, die drei Teile seines Films mit Titeln aus Dantes Divina Commedia zu überschreiben, nämlich mit Höllenkreis der Leidenschaften, Höllenkreis des Bluts und Höllenkreis der Scheiße, hat Pasolini begründet mit einem Gefühl, das sich beim Lesen von de Sades Roman bei ihm einstellte. De Sade habe Dantes Verse von der Verworfenheit jener Teile des römischen wie florentinischen Klerus, die er im Höllenkreis der Scheiße braten lässt, im Sinn gehabt, als er seinen eigenen Text verfasste. Ob das für de Sade stimmt, kann man nur vermuten. Es genügt, dass es für Pasolini stimmt, dem Dantes Texte beim Lesen von de Sade in den Sinn gekommen waren. Damit ergibt sich eine Linie, das geht jetzt dann schon ein bisschen in Richtung von Deutung oder Interpretation, aber so viel will ich ruhig vorher sagen. Damit ergibt sich eine Linie der Struktur faschistischer Feiergewalt und Gewaltfeier in der Geschichte, die etwas Universalistisches bekommt. Die Sexualdelinquenten des biblischen Sodom wären psychophysisch ähnliche Typen wie ihre lästerlichen Priesterkollegen der italienischen Renaissance, wären strukturell deckungsgleich mit den fröhlich folternden Feudalmonstern aus den Büchern des Sades, dann fortgesetzt in den zelebrierten Folterpraktiken der Faschisten des 20. Jahrhunderts, in den Sexualforschungen der deutschen KZs, insbesondere an jungen Juden und jungen Homosexuellen, die deutlich den Hintergrund verschiedener Szenen von Pasolinis Film abgeben. Ihre gemeinsame Sexualstruktur: Sie inszenieren Folterungen oder lassen sie vor ihren Augen inszenieren. Sie schauen, sie lachen. In einer schematisierten Bewegung fährt ihre Hand zur Hose oder unter das, was sonst gerade ihre Schwänze bedeckt. Denn nur Gewalt- oder Todesbilder führen zum angestrebten Abspritzen. Auf die rabiate Verdeutlichung dieses Punkts steuert Pasolinis Inszenierung unbeirrt immer wieder zu. Dies setzt eine entscheidende Differenz, nämlich Folterer, die mit Spaß ihre Befehle ausführen, oder Ärzte im KZ, die wie unter Rattenlaborbedingungen Sexualversuche mit Häftlingen anstellen, könnten noch als fehlgeleitete Soldaten oder Wissenschaftler aufgefasst und dargestellt werden, als perverse Typen, denen in ihrem Krieger- oder Forscherdrang, in ihrer Suche nach dem neuen Menschen oder bei der notwendigen Beseitigung des Alten, die moralischen Sicherungen durchgebrannt wären.
oder wie derartige Floskeln sonst lauten. Ein Herr Mengele aber im Kreis von Kollegen, ein Herr Himmler im Kreis seiner Obersten, die angesichts der Torturen zackig mit der Hand zum Schlitz ihrer Uniformhose fahren oder unter den weißen Kittel ihre Schwänze herausholen und sich einen abwichsen, während vor ihren Augen jemand seinen letzten Tropfen Blut verspritzt, mit einem Foltereisen verbrannt oder in den Arsch vergewaltigt wird, bis alle Geister aus ihm weichen oder er oder sie Scheiße fressen muss, während ihr, einem 12-jährigen Mädchen, mitgeteilt wird, dass ihre Mutter nicht mehr lebt. Diese Sorte fröhlicher Heldenbagage ist nicht vorgesehen im abendländischen Kulturverständnis, ist nicht vorgesehen im Theorie-Repertoire seriöser Wissenschaftlichkeit, ob universitär oder außeruniversitär. Wenn überhaupt vorgesehen, ist die Behandlung dieses Zivilisationskomplexes delegiert an die Kunst, insofern bei jemandem wie Pasolini ja an der richtigen Adresse. Aber vom Künstler eines gewissen Rangs erwartet man auch eine gewisse Schonung in diesem Punkt. Ein Verhältnis zum Gegenstand, das mit Wörtern wie Zurückhaltung und Grenzen des guten Geschmacks umschrieben wird. Genau diese Verbergungsdiktate wollte Pasolini unter keinen Umständen akzeptieren. Er wollte diese Kategorie Herren bei ihrer Arbeit zeigen, Tötungen inszenieren, sich einen abwichsen, Zigarre rauchen und die eigene Intelligenz unter Beweis stellen in philosophischen Diskursen etwa dieser Art. Zitat aus dem Film. Prinzipiell muss gesagt werden, dass der Weg zu wahrer Größe immer mit Blut bedeckt ist und weiter befleckt ist. Und weiter, meine Freunde, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, heißt es bei Baudelaire, wenn kein Blut vergossen wird, kann auch keine Vergebung erlangt werden. Nur wenn Blut vergossen wird, ein anderer fällt ihm ins Wort, nein, das ist von Nietzsche aus der Genealogie der Moral. Nein, weder Baudelaire noch Nietzsche, auch nicht von Paulus, wie man annehmen könnte, aus seinem Brief an die Römer, es ist Dada. Man will das nicht. Man will das nicht vorgeführt bekommen, diese Melange aus Geist, Wichsen, Spaß und Mord, diese Drecksmixtur als Abzeichen der uns Beherrschenden. Man will weder, dass Hitler so war, noch dass womöglich Schröder und Fischer so waren, oder der Bischof von Fulda, oder die Vereinigten Weißhäusler aller Welt, oder der Brutalstkoch aus Wiesbaden, oder H.M. Schleyer und so weiter und so weiter. Man hat Angst vor dieser Sicht. Scheiß auf eure Angst, sagt Pasolinis Film. Aber man will nicht. Man will nicht, dass ein amerikanischer General mit dem Bild der Hiroshima-Bombe und den Bildern zerschmelzender japanischer Körper vor Augen sich einen runterholt. Stanley Kubrick hat sich einmal dicht herangetraut in Wege zum Ruhm, seinem Film vom Ersten Weltkrieg, wo er einen französischen General so zeigt, dass man annehmen soll, er habe unaniert in seinem Unterstand beim Zusehen durch die Schlitze, wie seine Soldaten draußen hingemäht werden. Kubrick floh schließlich als Persona ingrata aus Hollywood. Ja, noch ein paar kleine Bemerkungen. Zu Buñuel kommen wir. Es gibt zwei Szenen direkt in dem Film, die, nein, einmal in einer der wenigen Menschen, die de Sade wahrgenommen haben, sehr früh in seiner Bedeutung für das Denken der Theorien von Gewalt, ist Luis Buñuel gewesen. Buñuels Film, der andalusische Hund, den die meisten von Ihnen kennen werden, hat diese berühmte Szene mit dem Rasiermesser, das gewetzt wird, das Auge, das gezeigt wird der Frau, und das Messer soll dann durch das Auge gehen, aber das gibt dann einen Schnitt und dann, man sieht den Mond, man sieht Wolken, eine scharfe Wolke, die in den Mond, in den Halbmond reinschneidet. Das ist der Schnitt in dieses Auge. Diesen Schnitt werden wir sehen, führt Pasolini tatsächlich in einer dieser Folterszenen am Auge eines der Jünglinge durch. Und der nächste Film, den Buñuel dann alleine gemacht hat, nicht mehr mit Salvador Dalí zusammen, nämlich L'Âge d'Or, 1929, dort gibt es eine Szene, wo man sieht ein Schloss auf einem Berg, und der Text erzählt, dass darin die Foltergeschichten, die Folterorgien der de Sade 120 Tage von Sodom stattgefunden haben, und dann gehen die Türen dieses Schlosses auf und die vier Folterer treten heraus und der letzte von ihnen ist Jesus. Und das führte zum Verbot des Filmes.
sofort, bestand 51 Jahre lang in Frankreich, wo L'Âge d'Or nicht gezeigt werden durfte. Also Buñuel macht auf dieser Ebene, mit diesem Radikalschnittvorgang, diese Linie der Foltergeschichte da nur vom Neuen Testament an, ne? Pasolini ein bisschen weiter, Dessart, Sodom, durch die europäische Geschichte. Also Buñuel hat sich immer als Bruder im Geiste von Dessart empfunden und hat empört geschrieben, als ihm dieses Buch zum ersten Mal in die Hände fiel, als erwachsener Mensch in Paris. Und er hatte studiert in Spanien, Literaturwissenschaft, in Film und so weiter, und sagte, was für ein Verbrechen der Universität, uns dieses Buch vorenthalten zu haben. Was für Lektüren hätten wir uns sparen können? Sehr schöner Satz, um einmal auf Buñuel zu kommen. Und dann würde ich nur noch auf einen Punkt gerne hinweisen, worauf zu achten ist, als das, was ich jetzt mehrmals Inszenierung genannt habe. Der, anders als man denken könnte, ist dieser Film, jetzt der Salo-Film von Pasolini, nicht einer, der einfach im Sinne eines, könnte man ja so denken, oder auch hören, eines Gewaltpornos diese Sachen aneinander reiht, sondern ziemlich genau durchkonstruiert in seiner ganzen Bildlichkeit, die, wie die Leute aufgereiht werden, wie sie antreten müssen, bevor sie die 10 oder 12 gefangenen jungen Mädchen und jungen Männer, wie sie gemustert werden, wie die Tafel aufgebaut ist, wie die Räume aufgebaut sind, wie die Bilder hängen, wie die Fußbodenmuster eingebaut werden. Man sieht an jeder Stelle, dass da eine kühle Bildkonstruktion von den Pasolini, also schlage ich vor, dass ihr darauf achtet, die man sehen kann. Und ich fand auch immer sehr interessant, wie Pasolini die Dreharbeiten beschrieben hat. Denn was man da sieht, sind ja lauter Horrorgeschichten. Und Pasolini sagt, die Atmosphäre beim Drehen war sehr gelockert. Wir hatten, also die Schauspieler wussten ja, wenn da ein Haufen Kacke liegt, den jemand essen soll, dass das nicht Kacke ist, sondern Schokolade. Und natürlich nähert er sich oder sie sich dem so, also mit dem Spiel, als wäre es ein Haufen Scheiße und diese Folter. Aber für uns, die wir wussten, dass wir das zeigen, was wir da aufführen, war das eher ein vergnüglicher Akt. Ich glaube, das kann einem auch helfen beim Sehen dieses Films, ein bisschen von dieser wirklich mörderischen Spannung, die da drin steckt, von einem zu nehmen. Und er sagte, ich glaube, es war eine Fellini-Gruppe, oder die in der Nähe einen Film drehte. Und sie haben sich immer nach Dreharbeit Ende mit denen getroffen und Fußball gespielt. Pasolini war ein großer Fußballfan, übrigens, und lebenslanger Fußballspieler. Also, und wenn es ganz am Schluss in die Hauptfolterungen reingeht, dort kann man sehen, wie er tatsächlich diese Folterakte alle mit Zügen anderer Filme ausdrückt. Es sind nicht direkt Zitate, aber wenn zum Beispiel einem Jugendlichen ein Brandeisen in die Brust gesetzt wird, dann kommt man nicht umhin, die Brandszenen aus amerikanischen Western zu sehen, mit denen das Vieh gebrannt wird, und macht diese ganzen Folterszenen am Schluss bis hin zu einer, zum Musical, zu einer Revue, wo die drei Folterherren dann wirklich in Bademänteln auftreten, wie diese Leute, reichen Männer, die Hotelsuiten mieten und dort bis mittags immer in ihrem Bademantel rumlaufen. Und dass hier diese, ja, diese Bewegung da, die drei nebeneinander begleiten, die Zuspitzung der Folter am Schluss mit diesen Bewegungen. Das heißt, Pasolini benutzt andere Filmformen, um das zum Ausdruck zu bringen, was er am Ende, wie er das aufhört, mit welcher Musik. Da können wir nachher drüber reden. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich glaube, ich habe auch meine Zeit jetzt um, und ich hoffe, es könnte Ihnen etwas helfen beim Gucken dieses, ja, inszenierten, super inszenierten, monströsen Films. Ja, ganz herzlichen Dank, Klaus Teweleit, für diese Einführung zu diesem besonderen Film.